gezwungen, schwimmen zu gehen. Ich wollte gar nicht. Ich habe niemanden gezwungen. Ja, ja, der hat mich bedroht. Der meinte sonst eigentlich nicht so. Siehst du, Lina schreit, dass du lügst. Ja, auf jeden Fall habe ich nur noch 2%. Wir gehen jetzt schwimmen und melden uns dann, wenn wir zu Hause sind. Na? Jetzt musst du das anziehen und dann das. Ich zieh mich schon mal um und ich würde sagen, wir melden uns dann gleich wieder. Meine Haare sind voll mit. Und mein Schmuck ist gar nicht so verschwindet, aber der Leute ist so verschwindet aus. Ich reserviere 21 Uhr, okay? Versuch, dass du 30 oder 28, dass du von zu Hause losgehst. Ja, aber wenn du jetzt sagst, 21 Uhr, dann warten die nicht so lange. Weißt du, was ich meine? Du musst mir genaue Zeit sagen. Immer Mama. Ja, ne Mama. Und alles Gute nochmal zum Geburtstag. So ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe das eigentlich gestern schon mal aufgenommen, aber ich muss das nochmal neu aufnehmen, weil ich habe direkt neben dem Ventilator gesprochen und man versteht kaum, was ich gesagt habe. Deswegen sage ich jetzt nochmal, was ich sagen wollte. Und zwar, ich wollte euch die liebe Sahel vorstellen. Sie hat eine Instagram-Seite, vielleicht kennt ihr sie auch. Sie hat über 144.000 Follower auf Instagram. Sie ist eine sehr, 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 sehr hübsche Mama. Und sie hat eine einjährige Tochter. Sie postet jedes Mal, sie testet irgendwelche Sachen aus und postet das, sagt immer ihre ehrliche Meinung. Und das ist das, was zählt, weil das machen nicht mehr so viele, leider Gottes. Und wenn es irgendwo eine Aktion gibt, wenn zum Beispiel Nike-Schuhe oder Adidas-Schuhe irgendwas im Angebot ist, tut sie das auch rein. Zum Beispiel hier hat sie mal gepostet, dass man über Entscheider-Club, hier ist die Seite, da könnt ihr euch auch gerne über den Link anmelden. Seht ihr das überhaupt? Ich muss jetzt selber mal schauen, ey. So, ich blende euch das mal ein, dann seht ihr das besser. Und zwar, ihr seht das, hier steht Entscheider Club. Und da könnt ihr euch anmelden und ganz einfach Geld verdienen von zu Hause aus. Und zwar, man kriegt immer wieder Geld überwiesen ab 10 Euro. Ich habe mich da jetzt auch angemeldet und habe bis jetzt, glaube ich, 3-4 Euro gemacht in einer Woche. Und bin nebenbei, warum nicht, das wird auch direkt ausgezahlt aufs Konto oder aufs PayPal-Konto, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall kriegt man da aber wieder Umfragen gestellt und dann kann man sich halt da jedes Mal anmelden und die Umfrage starten. Und das hat sie auch zum Beispiel erzählt, das wird auch nicht jeder machen, ne? Manche behalten das halt für sich selber, zum Beispiel das wie mit den Konsumgöttinnen, das würde auch keiner erzählen, um damit die Chance noch größer ist, zu gewinnen, also ausgelost zu werden. Ja, ich weiß nicht, ich finde sie sehr, sehr lieb. Sie hat mich auch geteilt einmal. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Und ich bin einfach froh, sie ist nicht abgehoben, gar nicht abgehoben, im Gegensatz zu anderen Instagrammern. Und sie ist einfach so, wie sie ist. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr liebe und ich bin mir auch sicher eine sehr, sehr gute Freundin. So, das wollte ich euch sagen. Wir rauchen jetzt Shisha mit Albert und dann
gucken wir noch einen Film oder so. Und dann gehen wir auch schlafen. Übrigens, das ist nicht die Toilette. Das ist eine Waschmaschine. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist die Toilette oder so. Aber ich lüfte die immer. Und morgen muss ich das nochmal komplett reinigen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich morgen.